Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Alice BDFR. Am heutigen Tage sind wir mit dem Nürnberger Polizeitourer unterwegs. Gucken, dass wir hier ein paar Leute rausziehen, die hier illegal zu schnell fahren oder so, ne? Oder überhaupt illegal fahren, weil sie gar keinen Führerschein haben, man weiß ja nicht, ne? Ich würde sagen, wir fahren mal auf die Autobahn hier rechts lang. Ja, wie immer, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, lasst ein Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Das Wohnmobil, da sieht ein bisschen ranzig aus. Da würde ich sagen, ziehen wir doch mal hinter. Gibt es da überhaupt kein Zeichen? Oh, jetzt habe ich es geraunt. Ach, da unten. Ach, ganz, ganz da unten rechts ist das ganze Fahrzeugabfrage in Habanero heißt das Auto scheinbar. Okay. Oh, das ist das Auto hinter mir. 47 somit. Hat er gar nichts. 4, 5, Friedrich, Emil, Manfred, 8. Es liegt ein Haftbefehl vor. Achtung, mit Vorsicht vorfahren. Ein Haftbefehl liegt vor, okay. Ziehen wir den mal ein bisschen weiter hier raus. Am liebsten hätte ich ihn ja weiter rausgezogen, aber der Parkplatz ist sehr weit weg. Bis der da ist, das dauert Stunden. So, da bin ich wieder. War kurz weg. 20 Minuten. So, also, wir haben sie angehalten, das weiß ich noch. Warum weiß ich aber nicht mehr. So, einmal ihre Dokumente bitte. Auch die Passagiere sollen sich bitte ausweisen. Dylan Cash. Okay, Alex Marston. Gut. Haftpflichtdokumente, gut, dann mache ich nochmal eine Fahrzeugabfrage. Das weiß ich nämlich nicht mehr, warum ich die Person angehalten habe. 05XPI063. Ich habe es einfach falsch geschrieben, ist mir egal. Fahrzeugabfrage. Journey. Das war eine. Oh, keine Null. Bezogene Fahrdoms. Gut, dann, genau, kommen Sie bitte einmal raus. Haben Sie mal was getrunken? Ich vertrage Alkohol nur schlecht und konsumiert. Hab keinen Bock mit 30 in der Kurze zu sterben. Gut, dann. Fahrzeug. Sie wissen, dass Ihr Fahrzeug, dass Ihre Versicherung abgelaufen ist. Glaube ich Ihnen nicht. Dann glauben Sie es mir halt nicht. Gut, dann drehen Sie sich bitte einmal um. Fahren ohne Führerschein. Ist nicht perfekt. Der Kollege wird Sie einmal festnehmen. Machen wir gleich nochmal von dem Beifahrer einen Abcheck, weil wenn der Führerschein hat, kann er die Kiste weiterfahren. Kollege, du musst nicht immer auf die Straße gehen, aber alles gut. So, Einschlaf-CD, Parkplatzgeräusche. Okay, habe ich noch nie gehört, dass man sowas hört. Pombeeren und Rollrasen. Gutschen. Soll wahrscheinlich Gutschein heißen. Mache ich nochmal einen Alkoholtest mit Ihnen. Cool. Schub sie noch nicht weg, Kollege. Jetzt gehe ich weiter auf die Straße. Ich dachte, er kommt mit, wenn ich mich bewege. Ups. Bitte einmal folgen. Aber wenn wir hier sind, gehen wir nicht so. Nein, nicht in den Front setzen. Ja, gut, dann komm. Wenn er eh schon in den Front geht. Ach nee. Ich stand ja wieder an der falschen Stelle und jetzt funktioniert das ja wieder nicht. Das ist ja so wunderschön. Dann mache ich jetzt nochmal einen Drogentest mit Ihnen. Drehen Sie sich bitte einmal zu mir. Haben Sie nicht, haben Sie keine Drogen genommen? Nein, haben Sie nicht. Gut. Kommen Sie doch bald raus. Jo, ich mache auch nochmal von Ihnen eine Personalabfrage. Alex Mason. 29.09.93. Gut, Ihr Fall haben Sie gültig, dann dürfen Sie hier als Fahrer weiter. Fahren Sie bitte gleich zur Versicherung, versichern Sie das Ding. Perfekt. So, der Herr, dann dürfen Sie hier einmal mitkommen. Ich packe Sie hier einmal in den Front. Genau, einmal aufpassen mit dem Kopf. Habe ich zu spät gesagt, egal. Und dann, Kollege, komm doch bitte mal her. So, der nächste Knast ist ja dann. Wieso ist er denn jetzt draußen? Ich verstehe das Spiel nicht. Manchmal schmeißt es Leute raus, manchmal nicht. Und, und. Meine Güte. Können wir nicht mal entspannt Streife machen? Geh doch weg, Kollege. Was willst du denn immer kuscheln? Komm, meine Güte. Gehst mir auf den Sack. Jetzt einmal außen rum. Du darfst eh nicht fahren. Jetzt komm. Bisschen schneller vielleicht. Genau. Kürzen wir einmal ab zum Knast. Ich fahr doch nicht außen rum. Perfekt, da sind wir schon. Ja, der Knast ist doch hier, Spiel. Willst du uns denn lang führen? Und dann lass ich sie einmal abholen.
Dürfen wir jemanden festnehmen, perfekt. So, Graham Henderson. Perfekt. So, Prostitution in 4 Fällen, okay. Gut, der wohnt auch nicht so weit weg, 1,9 Kilometer. Können wir mal ganz entspannt anfahren. Dieses Auto driftet scheinbar sehr, sehr gern. Da muss ich aufpassen, dass ich mich hiermit nicht auf die Seite lege oder so. Wäre ein bisschen blöd auf jeden Fall. Unsere Reifen laufen mies unrund. Sieht auf jeden Fall sehr gruselig aus. Oh. Eine Sekunde nach vorne geguckt. Läuft vielleicht auf 5, aber. Wo wohnt der? Ich dachte, der wohnt da oben. Ich dachte, der wohnt hier links. Ja, dann können wir hier noch abkürzen. Oder zählt das nicht als Weg? Zählt nicht als Weg. Das ist ein Wanderweg. Ups. Ja, egal. Läuft, geht denn der Wanderweg hin? Der hört einfach auf mitten drin. Was ist das für ein blödes? Dauert auch ein bisschen länger jetzt. Ich dachte, der wohnt ja noch wirklich nicht so auf dem Land. So, die Karre auch schön dreckig. Müssen wir gleich wieder putzen. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns nochmal dazu. Mein PC ballert auch gerade ordentlich mit den Lüftern. Ich hoffe mal, das hört man nicht. Hier ist ein bisschen paar Dosen, okay. Hier ist keiner. Gehen wir, würde ich mal sagen, in den Garten. Ist ein Rasenmäher. Da hinten ist jemand. Ach, der Kollege macht das schon. Ich hole auch einfach mal zur Sicherheit. Brauchen wir gar nicht. So, der Herr. Wie können Sie denn freiwillig was Illegales machen, wenn Sie hier wohnen können? Ich meine, das ist doch ein Traum. Hier jetzt auf den Stuhl setzen so und dann einfach gucken. Einfach so ganz entspannt genießen. Natürlich, die Baustelle ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei oder wie das heißt. Ich freue mich auch, was die hier bauen wollen. Was soll das werden? Hochhaus oder so? Das würde die ganze Landschaft verhässlichen. Das würde ich mir wünschen, dass Rockstar so... Na, ein permanentes Update wäre blöde, ne? Dann würde man die ganze Landschaft kaputt machen. Aber zum Beispiel den Tower in der Stadt. Haben da gerade jemand Autos? Hört sich auf jeden Fall an. Was macht der da hinten? Oder was passiert da hinten überhaupt? Ich dachte zuerst, jemand hat unser Auto geklaut, aber es waren Kollegen mit dem genau gleichen Auto. So, der Herr, dann überprüfe ich erstmal Ihre Karte. Nein, gut, Sie sind genau der Richtige. 1984 geboren, 18.11. Gut, ausstehender Haftbefehl und Fahrerlaubnis ist entzogen. Dann werde ich Sie einmal filzen, drehen Sie sich bitte einmal um. Für mich. So, ein Eimer mit toten Ratten, okay. Ein Fentanyl und blutige Schuhe. Dann mache ich auch nochmal einen Drogentest mit Ihnen. Ne, erstmal einen Atemalkoholtest. Von hier hat man aber auch einen schönen Ausblick. Person kann keinen gültigen Test ablegen. Dann machen wir gleich nochmal einen. Wahrscheinlich haben sie so viel getrunken, dass sie das nicht können. Oder Kollege, macht mal einen, das geht vielleicht besser. Hat er echt schönen Ausblick hier. Wir müssen mal eine Streife machen und da hochfahren auf Mount Chiliad. Das muss ich mir mal merken. Gibt's auch so eine G-Klasse oder so ein Porsche, der das machen kann. Person kann keinen gültigen Test ablegen, weitere Alkoholtests unterlassen. Okay, das machen wir dann auch. Oder lassen wir es. Gut, sie haben ein bisschen Drogen genommen, Kokain und Marihuana positiv jeweils. Dann packen wir sie einmal in den Koffer, in den Kofferraum, in den Fond. Nehmen Sie einmal bitte den Kopf gleich runter, sonst klagen Sie sich oben an. Gut, er hat den Kopf nicht runtergenommen. So, Kollege, dann kommt doch bitte mal rein. Motor muss ich auch anmachen, perfekt. Dann fahren wir Sie in den Knast, der ist ja auch eigentlich voll nah dran. Ne, es sieht echt nur so nah dran aus, ne? Das ist eigentlich noch echt weit weg. Oder sind die Straßen hier nicht aufgezeichnet? Ah, die Straßen sind nicht aufgezeichnet. Warum das denn? Ja, okay. Geht. Ist ein bisschen weiter weg. So, jetzt sind es nur noch 200 Meter. Ach, das waren noch Zeiten, als man hier mit RP, im RP hingekurft wurde von den Bullen, damit sie einen eingeknastet haben. So, Bolingbroke Penitentiary, okay. Habe ich noch nie gelesen. Man merkt, dass ich sonst nicht so auf Details achte in diesem Spiel. Da würde ich sagen, bringen wir mich zur Zelle. Jetzt frage ich mich, laufe ich wirklich im Knast oder bin ich im ganz normalen... Das ist unbefriedigend. Ich dachte, jetzt laufe ich im Knast oder so, aber einfach nur in einer normalen Polizeistation, das ist ja uncool. So, dann kommen sie hier gleich in die erste Zelle, dann
bleiben Sie bitte mal hier. Ich mache Ihnen einmal die Zelle, die Zelle zu, genau. Das auch, aber die Handschellen lose, dann können Sie hier stehen bleiben. Werde ich Sie einmal eintragen im Polizeicomputer. Tür ist abgeschlossen, perfekt. Dann würde ich sagen, was ist auch schon mit der heutigen Folge von GTA 5 LSP Fair. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis dahin. Ciao. Ciao.